Und damit willkommen zurück, endlich wieder bei Northgard. Ich habe noch immer keine Ahnung, was das hier eigentlich für ein Kollege ist, der über uns schwebt. Ein Metrifolnir. Der Metrifolnir erkundet Gebiete für den Clan, der ihm geholfen hat. Ja, das sind wir schon mal nicht. Ganz eindeutige Rechnung. Spioniert ihr mich aus hier? Frechheit. Finde ich mal ganz uncool. Das war überhaupt, also wirklich komplett uncool. Ist schlecht. Ah, okay. Wo waren wir eigentlich? Ich habe jetzt hier die linke Ecke für mich eingenommen. Der andere hier oben, der findet mich spontan sehr ungeil. Ich habe aber so ein paar Leute hier genommen und habe den gelben mal sehr eingeengt und eingedrängt hier. Da habe ich ein bisschen was eingenommen. Könnte man eigentlich hier oben weitermachen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Mal so gesehen. Oder wollte ich die noch irgendwie heilen oder sowas? Nee, ne? Das habe ich alles eingenommen. Wie sieht es aus hier? 171 Nahrung ist auf einem guten Ast hier, auf einem guten aufsteigenden Ast. Holz ist auch da, Gold ist auch ein bisschen da. Wissenstechnisch könnte es noch ein Ticken schöner sein. Wie genau ich siegen möchte, habe ich keinen blassen Schimmer. Im Moment sieht es fast ein bisschen nach den Gebieten aus, aber ich weiß nicht, wie ich das bisher schon mal gemacht habe bei den anderen Folgen, die dann hier so passiert sind, oder bei den anderen Runden. Weiß ich gar nicht, wie ich da alles gesiegt habe. Also, falls ich gesiegt habe. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Es ist auch ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, von daher, ich weiß nicht mehr ganz alles so ganz genau. Ich mache nochmal ein Kriegerchen mehr. Das heißt, er darf nochmal mit nach unten. Und der Winter, das dauert noch. Das passt. Das dauert. Von daher, genug Mampf können wir in der Zeit noch holen hier. Ich hätte eigentlich gerne noch mehr Leute hier, ne? Noch einen Axtwerfer vielleicht. Wobei, so ein Schildknappe. Machen wir noch einen Schildknappe. Machen wir einfach mal eine runde Mischung raus. Da fehlt noch jemand, der dann am, was ist denn das? Markt rumhantiert oder was ist das? Das ist ein Marktplatz, genau. Machen wir das mal so, dass der hier unten noch mit hinkommt. Und ich hoffe, dass ich nicht angegriffen werde von allzu vielen Leuten. Ich bräuchte gefühlt mehr Türme. Da habe ich einen, hier habe ich einen, aber gefühlt bräuchte ich halt noch mehr. Am besten eigentlich in diesem Gebiet hier, warte mal. Bauen Turm, Verteidigungsturm. Machen wir das mal hier hin, einfach so, weil es geht. Was war das denn? Warte mal, was war das hier? Warum sind die Verdingens? Erfordert ein Stein, also vollkommen. Achso, das sind spezielle Dinge. Erfordert Magma-Strom, eine Schmiede. Alter, der Könige braucht einfach nichts außer viel Stein. Und ich habe ein neues Wissen. Aha. Kaminplatte verringert zusätzliche Brennholzverbrauch im Winter um 50%. Das klingt gar nicht mal schlecht. Verringert Marktplatzpreise um 30%. Nee. Erhöht Angriffskraft eurer militärischen Einheiten. Ja, machen wir das. Machen wir das. Flump. So. Das ist jetzt ein Verein hier, ne? Eine ganze Gruppe hier. Kann ich da nicht hin, oder was? Warum kann ich da nicht hin? Moment, warum kann ich denn hin? Ich werde angegriffen. Wo das denn? Hier werde ich angegriffen. Vom Roten? Hallöchen auch. Ich glaube, der hat keine Chance. Also ganz grob. Ganz grob vermutet. Vor allem rennt er da mit seinem großen Typi hin. Das haben wir nicht sehr schlau von dem. Das war der Gute, der Große, der Starke. Aber warum kann ich da nicht hin? Warum kann ich auch hier nicht hin? Oh, doch, hier kann ich hin, aber ich kann anscheinend auch nicht alles. Ha. Ha. Aber nicht so ganz überzeugend. Ja, ach, einfach auf, mal auf die Kleine. Und dann der Haupttyp. Häuptling. Nennen wir ihn Häuptling. Heißt der Häuptling? Kriegshäuptling. Fantastisch, alles richtig gemacht. Er darf gerne mal wegrennen hier. Dass ihr überlebt, bitte. Weil der Turm ist, der ist Matsch. Hier kommen, das passt locker, logisch. Also locker nicht, aber es passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir können auch einfach die ganzen Gegner einfach umhauen, ne? Und so gesehen. Ich werde angegriffen. Ach, das hier oder was? Ja. Der darf mal zurückgehen hier. Der darf mal sich heilen. Also falls wir alle Gegner einfach umboxen, dann sind die halt auch, dann haben wir halt auch gewonnen, ne? Würde ich mal sagen. Ist zwar nicht unbedingt das zielvollste Weg, aber es funktioniert. Ne? Es ist eine Möglichkeit. Von daher, warum nicht? Der hat auch nichts zu tun hier, ne? Außer irgendwie ein bisschen... Ich kann dann Sachen kaufen, ja. Ein Erdbeben wird eure Gebäude beschädigen, nicht beschlagnahmen. Ich brauche halt Steine. Ich hätte sehr gerne Steine. Ich will mir die ungern kaufen, weil das ist teuer.
Aber gut. 31 von 42 Leuten habe ich. Ich habe die Stimmung ist begrenzt. Schön und toll. Brauerei ist gut dabei. Ich könnte noch eine Brauerei machen vielleicht. Mal wobei. Wird schon wieder angegriffen hier. Der eine muss auch nochmal hoch. Der andere hier, der Häuptling ist wieder aufgeheilt komplett. Haben wir das jetzt mal eingenommen hier? Besiedeln für 200. Ach komm, wir den Quatsch. Es ist zwar teuer in dem Sinne, dass ich die Nahrung eigentlich für den Winter bräuchte, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich weiß auch nicht, wie viele Händler ich dann eigentlich haben möchte in dem Sinne. Handelsposten, noch ein Handelsposten. Nahrungssilo, pah. So ein Quatsch brauche ich nicht. Die Sachen brennen halt ein bisschen ungünstig. Da kann ich jetzt hier vielleicht reinrennen. Nein. Warum nicht? Warum kann ich hier nicht rein? Weil ich das noch nicht entdeckt habe oder weswegen? Habe ich einen Erkunder? Heilkunder, Schmied, Speer. Da muss ich wohl nochmal einen Speer haben oder was? Ich kann nicht in Gebiete rennen, die ich nicht erkundet habe anscheinend. Hä, Moment. die Fische haben nichts zu tun oder was? Warum das denn nicht? Warte mal. Ja. So, reparieren. Reparieren. Ich hoffe, das passt. Zwei Gebäude haben es zerlegt und drei Gebäude sind beschädigt. Welche denn noch? Die freuen sich denn nicht so. Na gut, hier ist auch. Da brennt auch ein bisschen was. Und die Fischer können anscheinend nichts machen, solange die Dinger nicht heile sind. Ich meine, ist irgendwo logisch, ne? Weil in einer brennenden Hütte würde ich auch ungern fischen gehen, aber... Naja, ne? Also der Teich brennt halt nicht, sagen wir es mal so. Das hätte vielleicht auch so funktioniert. Nahrung ist dadurch halt ein bisschen sehr eingeschränkt. 83% Siegfortschritt. Ja, ist nicht gut. Für mich ist das nicht gut. Können jetzt bitte wieder weitermachen? Da wird gefischt. Warum ist die Nahrung insgesamt so wenig? Der Teil gefällt mir nicht so ganz. Achso, weil ich natürlich auch weniger Leute dann hier am werkeln habe, ne? Die Fischhütte müsste ich auch nochmal aufwerten hier. Brauche ich auch Steine für. Die sind jetzt auch wieder am Arbeiten, genau. Das heißt, ich werde mir nochmal Steine kaufen, glaube ich mal. Ich mache das doch mal. Kaufen. 5 für 200. Hä? Es ist teuer. Es ist sehr teuer. Bitte aufwerten hier. Wehe, das lohnt sich nicht. Noch ein Persönchen damit dran. 3 von 3. Die haben dadurch 20% hier, die haben ein bisschen mehr Bums. Das heißt, hoffentlich ist es okay. Der Verteidigungsturm wird total toll gebaut. Das ist total schön, wie das funktioniert hier. Okay. Tja, will ich den Gegner angreifen hier? Der Winter wird immerhin nicht extra hart. Ich habe nur leider kein Geld, um hier für Nahrung zu sorgen, ne? In dem Sinne. Das heißt, ich könnte gucken, ob ich jetzt noch meine Krieger hier wegnehme. Wenn ich jetzt mit zu wenigen Leuten nicht oder nicht so gerne angreifen möchte. Wobei, ich greife mal an. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich greife mal an. Minus 1 nur noch. Okay. Ist gut. Ich werde gleich einen verlieren. Wobei. Ja, ich habe einen verloren. Und zurückrennen. Ah, ich habe noch einen verloren. Mist. Ich habe nur noch drei Leute. Dann habe ich zwei Leute verloren. Ich meine drei. Ah, der Turm ist weg. Das ist schon mal gut. Der Turm nervt so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ganz kleines, dezentes bisschen. Okay, dann fehlen mir halt Leute. Dafür habe ich jetzt im Winter positive Nahrungsbilanz. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Und das Silo ist kaputt. Ja, tja, so ein Pech. Ich weiß nicht, ob ich da hätte Ressourcen draus ziehen können. Wenn ich das verkaufe, bevor es komplett zerlegt ist. Das weiß ich gerade mal nicht. Keine Krieger. Gar keine null Krieger. Das ist nicht gut. Und ich hätte gerne noch mehr Fröhlichkeit hier. Die brauchen mehr Zufriedenheit. Die wird alles gemacht durch... Osmose? Oh, Holzgebiet. Ach, durch die Größe des Gebiets, oder was habe ich da? 9 von 12 Gebieten. Weil ich ein Gebiet mehr habe, oder weswegen? Habe ich jetzt einen Speer gemacht? Nee, ne? Mach mal bitte einen Speer her. Ist das ein Speer? Das ist ein Speer.
dass ich hier den gelben mal zumindest zerlegen kann. Aufgewertetes Spielerlager. Warum denn ein aufgewertetes Spielerlager? Warum das denn? Erhöht die Spielgeschwindigkeit? Hä? Speer? Das verstehe ich jetzt nicht. Haha, warum muss ich das denn jetzt... Dann werte ich das mal auf. Aufwerten für 5 Steine. Mhm. Ich brauche ein bisschen Gold und anderes Zeug. Wo werde ich denn angegriffen? Ach, hier unten. Aber wer macht denn das? Wo ist da jemand? Hallo? Wo kann da denn hier? Ach, da. Ich wollte sagen, wo kann denn überhaupt jemand sein? Micro. Nein, nicht wegrennen, Kollege. Hallo? Du musst sterben, ja? Oho, wir haben gesonnen. jetzt habe ich Steine. Oder kann ich mir Steine kaufen? So, zack, bums. Aufgewertetes Speerlager. 50 Gold. Mist. Wenigstens habe ich plus 17 Nahrungsproduktion jetzt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir doch sehr. Kann ich hier noch einen Fischer bauen? Warte mal. Was kann ich hier denn noch bauen alles? Eben, dieses Gebiet ist leer. Schön. Das ist total Deluxe. Ich meine, hier ist ja eigentlich auch nur ein bisschen Wasser und sowas. Fischhütte geht nicht, Mist. Das ist total, also es ist nicht nur leer, das ist total leer. Das ist quasi voll leer. Und der Dorfbewohner hat nichts zu tun. Wieder nichts zu tun. Der soll Nahrung mampfen hier. Ich meine, Nahrung holen. Speer. Wo ist mein Speer? Habe ich die Hütte aufgewertet? Nein. Jetzt. Kann ich jetzt einfach hinein? Speer. Jetzt kann ich das machen. Okay. Interessant und tendenziell seltsam. Aber gut. Okay. 400 Nahrung ist gut. Gold passt auch ein bisschen zumindest. Ich habe 4 Händler, ne? Von daher, puh. Was mache ich mit denen mal? Ich hätte gerne, glaube ich... Ich glaube, ich mache mal einen Händler weniger und mache dafür noch ein Kriegerchen mehr. Ein oder zwei. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Oder ganz zufrieden bin ich da nicht. So, die Brauer sollen mal bleiben hier. Ich brauche insgesamt halt mehr Leute. Von daher, eigentlich bräuchte ich keinen Krieger, sondern ich bräuchte eigentlich... Eigentlich bräuchte ich noch eine Brauerei. Was kostet das Zeug denn? Warte mal, Brauerei. Nahrungssilo? Nein. Handelsposten? Nein. Wo ist der Quatsch? Ich gehe auch nicht sehr systematisch vor, muss ich sagen. Da ist die Brauerei. Das war überhaupt null systematisch hier. Auch null sympathisch, je nachdem. So. 5 Leute habe ich jetzt. Und hoch damit. Was habe ich denn noch hier? Rekrutierung, Bevölkerungswachstum beschleunigen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ihr haltet 5 Zufriedenheit. Ah. Oh, das dürfte jetzt aber deutlich schneller gehen. Mal jetzt ganz ehrlich. Da sollte man mal einige jetzt da. Das sollte quasi im Kanonenfeuer quasi hier neue Leute geben. Werkzeug verbessern. Kann ich natürlich auch noch machen. Bauen, Repariergeschwindigkeit? Nein. Was habe ich denn viele? Ich habe viele Fischer. Dann produziert mehr Fischer-Typis. Plus 25 ist gut. Ah, es ist sehr, sehr ordentlich. Dorfbewohner? Krieger. Oh, nee. Was ist das denn? Niederlage. Oh, Mö. Brünnhild hat einen Odinsschwert Sieg erreicht. Ja, okay, da habe ich nicht aufgepasst. Wie schnell das geht, ne? Also ganz cool, wie man das hier nachverfolgen kann. Das war ich. Da oben links. Was sagt der Sieg denn hier? Ich weiß es nicht. Aber das war nicht... Tja, ich sag mal so, ich hatte auch keine wirklichen... Daran merkt man halt, wenn man nicht zielgerichtet vorangeht, nicht zielgerichtet genug vorangeht, dann, dass es da durchaus dann schlecht ausfällt. Ich hatte aber auch, wie man hier sieht,
relativ lange wenig Gebiet. Von daher, so richtig überzeugend war das jetzt auch nicht. Eine gelbe war tierisch groß. Meine Herren hier. Mein Land war ja lächerlich klein dagegen. Das war ja gar nichts. Und vor allem, ich hab ihm auch gar nicht mal so viel weggenommen hier. Schön, wie sich das alles aufgeteilt hat hier. Ist toll. Boah. Ist okay. Ist jetzt König von Nordgard, Brünnhild. Aber... was für ein Sieg war das? Ist das Odin-Schwert? Warte mal. Odin-Schwert. Was ist denn der Odin-Schwert-Sieg? Ruhm-Sieg haben wir da. Dass man 12 gebietet hat. Ja, schlechte Beziehung. Was ist das hier? Siegfortschritt. Siegfortschritt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Siegfortschritt ich habe. Odin-Sieg oder was ist das hier? Nur Weisheitssieg? Nein. Clan-Sieg? Handelssieg? Kann man auch machen. 9000 Kröns gesammelt. 1000 Kröns gelagert. Das hätte ich sogar schaffen können. Naja, fast. Also ich hätte deutlich mehr Geld gebraucht. Also vom Prinzip her. Aber interessant, interessant. Immer noch ein interessantes Spiel, finde ich. In dem Sinne auch, dass man verschiedene Siegvarianten hat. Auch halt von der Art her. Manchmal zieht es sich ein bisschen, aber insgesamt doch sehr, sehr nett. Ich hoffe mal, dass es noch... dass es eine schöne Kampagne bekommt. Da wäre ich doch mal sehr froh drum. Dass es eine schöne Story gibt, dass es vielleicht noch ein paar interessante Events gibt und sowas. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was daraus wird. Bin ich mal sehr gespannt. Northgard könnt ihr euch gerne angucken. Ist noch immer im Early Access und ich werde gerade mal zerlegt. Hurra. Ich habe eh verloren. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen hier. Für die etwas kürzere Folge und... na, wobei, so kurz ist sie nicht. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Vielleicht mache ich in den nächsten Tagen noch eine Aufnahme. Schauen wir mal. Adieu.